Willkommen zurück zur Videoreihe der Teilbarkeitsregeln. Ich bin Stefan und werde dich in diesem Video begleiten. In diesem Video lernst du die Teilbarkeitsregeln für die Teiler 3, 6, 9 und 25 kennen. Dafür solltest du schon die Division von natürlichen Zahlen beherrschen und wissen, was ein Teiler ist. Wenn du das noch nicht weißt, schau einfach im Intro-Video vorbei. Dort erkläre ich es dir. Was brauchst du sonst noch in diesem Video? Wie im vorherigen Video nutze ich für die Beispiele der Teilbarkeitsregeln selbstgemachte Spielkarten mit den Ziffern 0 bis 9. Du kannst gerne auch wieder selbst mitmachen, wenn du solche Karten zu Hause hast. Und außerdem kannst du deinen Taschenrechner zum Überprüfen deiner Ergebnisse bereitlegen. Drücke hier kurz auf Pause, damit du dir die Sachen holen kannst. Alles bereit? Gut, dann starten wir gleich mit der Teilbarkeitsregel durch 3. Die Teilbarkeitsregel durch 3 lautet: Eine Zahl ist durch 3 teilbar, wenn ihre Quersumme durch 3 teilbar ist. Zur Wiederholung: Die Quersumme einer Zahl ist die Summe all ihrer Ziffern. Das heißt, man addiert die Ziffern einer Zahl. Ich gebe dir gleich ein Beispiel dazu. Die Zahl 516. Zuerst bilden wir die Quersumme. Wir rechnen also 5 plus 1 plus 6. Das ergibt 12. 12 ist ganzzahlig durch 3 teilbar. Also folgt, dass auch 516 ganzzahlig durch 3 teilbar ist. Und daher ist 3 ein Teiler von 516. Machen wir gleich eine Übung dazu. Ich mische jetzt meine Karten und lege dir dann zwei Zahlen auf. Du liest sie laut vor, drückst dann auf Pause und bestimmst, ob 3 ein Teiler dieser Zahl ist. Wende dafür einfach die vorher genannte Regel an. Alles klar? Gut, dann kannst du hier auf Pause drücken. Fertig? Dann lass uns die Lösung gemeinsam durchgehen. Unsere erste Zahl war 683. René dreht, zuerst müssen wir die Quersumme bilden. 6 plus 8 plus 3 ist gleich 17. 17 ist nicht ganzzahlig durch 3 teilbar. Daher ist 3 kein Teiler von 683. Unsere zweite Zahl ist 729. Wir bilden wiederum zuerst die Quersumme. 7 plus 2 plus 9 ist gleich 18. 18 ist ganzzahlig durch 3 teilbar. Daher ist 3 ein Teiler von 729. Wenn du noch weiter üben möchtest, kannst du dir wie immer gerne selbst noch Beispiele mit Karten auflegen. Ansonsten machen wir jetzt mit der Teilbarkeitsregel durch 6 weiter. Die Teilbarkeitsregel durch 6 möchte ich dich wieder selbst entdecken lassen. Dafür habe ich dir hier verschiedene Zahlen hingeschrieben. Und nun habe ich auch eine Aufgabe für dich. Passiere in das Video, schreibe dir die Zahlen auf und prüfe, welche Zahlen in der 2er-Reihe, welche Zahlen in der 3er-Reihe und welche in der 6er-Reihe vorkommen. Ich warte so lange auf dich. Wie du sehen kannst, habe ich in der Zwischenzeit das gleiche gemacht wie du. Ein grüner Rahmen um eine Zahl bedeutet, dass sie in der 2er-Reihe vorkommt bzw. gerade ist. Ein roter Rahmen heißt, dass die Zahl in der 3er-Reihe vorkommt und ein blauer Rahmen bedeutet, dass sie in der 6er-Reihe ist. Fällt dir nun hier etwas auf? Pausiere das Video wieder und schreib dir die Teilbarkeitsregel in deinen eigenen Worten auf. Schauen wir mal, ob wir das gleiche geschrieben haben. Die Teilbarkeitsregel durch 6 lautet: Eine Zahl ist durch 6 teilbar, wenn sie durch 2 und 3 teilbar ist. Machen wir gleich ein Beispiel dazu. Ich mische wieder die Karten, lege dir zwei Zahlen auf und du bestimmst, ob sie durch 6 teilbar sind. Danach gehen wir die Lösung gemeinsam durch. In Ordnung? Gut. Dann drücke jetzt auf Pause und bestimme, ob 6 ein Teiler dieser Zahlen ist. Lass uns dein Ergebnis nun gemeinsam überprüfen. Damit deine Zahl durch 6 teilbar ist, muss sie durch 2 und durch 3 teilbar sein. Fangen wir oben an. Unsere erste Zahl lautet 108. 108 ist durch 2 teilbar, weil ihre letzte Ziffer eine 8 ist
und die Zahl dadurch gerade ist. Als nächstes schauen wir, ob sie auch durch 3 teilbar ist. Dafür bilden wir die Quersumme. 1 plus 8 plus 0 ist 9. 9 ist ganzzahlig durch 3 teilbar. Also ist 108 durch 2 und durch 3 teilbar und folglich auch durch 6. Gehen wir zur zweiten Zahl, 493. Zuerst überprüfen wir wieder, ob sie durch 2 teilbar ist. Da die letzte Ziffer eine 3 ist, ist die Zahl ungerade und daher nicht durch 2 teilbar. Deshalb wissen wir auch sofort, dass 6 kein Teiler von 493 ist. Die Teilbarkeitsregel der 9 lautet: Eine Zahl ist durch 9 teilbar, wenn ihre Quersumme durch 9 teilbar ist. Hier haben wir Ähnlichkeiten zu der 3. Weißt du diese Regel noch? Genau. Eine Zahl war durch 3 teilbar, wenn ihre Quersumme durch 3 teilbar ist. Bei der 9 ist es ähnlich. Hier muss die Quersumme durch 9 teilbar sein. Machen wir noch ein Beispiel. Mittlerweile weißt du ja schon, wie es geht. Ich lege die Karten auf, du pausierst und schaust, ob 9 ein Teiler der Zahlen ist. Fertig? Das ging aber flott. Schauen wir uns die Lösung gemeinsam an. Unsere erste Zahl war 306. Und wir müssen hier wieder die Quersumme bilden. 3 plus 0 plus 6 ist 9. 9 ist natürlich durch 9 ganzzahlig teilbar und daher ist 306 durch 9 teilbar. Also 9 ist ein Teiler von 306. Unsere zweite Zahl war 845. Wir bilden wieder die Quersumme. 8 plus 4 plus 5 ist 17. 17 ist aber nicht durch 9 ganzzahlig teilbar, daher ist 9 kein Teiler von 845. Zum Schluss schauen wir uns jetzt auch noch die Teilbarkeitsregel durch 25 an. Diese lautet: Eine Zahl ist durch 25 teilbar, wenn ihre letzten beiden Ziffern 00, 25, 50 oder 75 sind. Das lässt sich ganz einfach mit der 25er Reihe erklären. Das ist nicht 25, 50, 75, 100, 125, 50, 75, 200 und so weiter. Zum Abschluss hier noch einmal eine Zusammenfassung aller Regeln, die wir heute gelernt haben. Schau dir sie noch einmal gut an und überlege, ob du sie auch alle verstanden hast. Wenn nicht, schau dir einfach den entsprechenden Videoteil davon noch einmal an. Du kannst natürlich auch jederzeit mit den Spielkarten selbst Zahlen auflegen und prüfen, welche Zahlen ein Teiler davon sind und das Ergebnis dann mit dem Taschenrechner überprüfen. Ansonsten hoffe ich, dich im nächsten Video wiederzusehen.